Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die schlimmsten Befürchtungen sind nicht eingetreten. Dennoch hat Hurricane Milton im US-Bundesstaat Florida für Zerstörung und Überschwemmungen gesorgt. Mindestens 4 Menschen kamen durch Tornados ums Leben, die der Sturm ausgelöst hatte. Mittlerweile hat sich Milton abgeschwächt und ist in Richtung Atlantik abgezogen. Doch die Behörden warnen, dass die Gefahr noch nicht gebannt ist. Nach und nach wird an der Westküste Floridas das Ausmaß der Zerstörung sichtbar. Als Hurricane der Stufe 3 trifft Milton gestern Nacht südlich von Tampa auf Land. Der Wind drückt Boote landeinwärts, zerstört Häuser, kappt Stromleitungen und bringt vor allem jede Menge Wasser. Vielerorts sind Menschen auch heute noch von den Fluten eingeschlossen. Die Retter ununterbrochen im Einsatz. In weiten Teilen Floridas wurde der Notstand ausgerufen. Es war verrückt, als wir im Auge des Sturms waren, war da kein Wind, kein Regen, nur Ruhe, gespenstisch. Dann wurde es noch schlimmer. Die Wände haben sich gebogen. Wir wussten nicht, wie wir das schaffen. Ich bin nur froh, dass wir raus sind in Sicherheit. In St. Petersburg fegt Milton das Dach dieses Baseballstadions hinweg. Eigentlich sollten dort Helfer übernachten. Und der Hurricane löst immer wieder Tornados aus, bei denen mehrere Menschen ums Leben kommen. Mehr als 120 Tornado-Warnungen gibt Florida gestern heraus. Und dennoch, sagt Floridas Gouverneur, die befürchtete Katastrophe ist ausgeblieben. Dieser Sturm war heftig, aber zum Glück ist das schlimmste Szenario nicht eingetroffen. Der Sturm ist abgeschwächt, bevor er auf Land traf. Und die Sturmflut war nicht so hoch wie zuvor bei Hurricane Helene. Erst vor 2 Wochen war Helene hier durchgezogen. Milton bringt erneut Wind und Wasser, lässt Stromtransformatoren explodieren. Noch immer sind mehr als 3 Millionen Menschen ohne Strom, viele ohne Trinkwasser. Weil wir uns auf das Schlimmste vorbereitet hatten, können wir nun so schnell reagieren. Die größten Schäden haben die Tornados angerichtet. An der Ostküste Floridas gilt noch immer Hurrikanwarnung. Auch die Gefahr durch Tornados noch nicht gebannt. Aus St. Augustine im Nordosten Floridas ist uns jetzt Sarah Schmidt zugeschaltet. Wie sieht es denn aktuell bei Ihnen aus? Ja, ich stehe nördlich von den Gebieten, wo diese Tornados gewütet haben und wo Menschen gestorben sind. Und hier ist die Lage noch etwas angespannt. Das sagte mir die Polizei, die hier hinter mir steht und die gerade diese Straße absperrt. Denn hier kommt jetzt langsam das Wasser. Hinter diesen Palmen, da ist ein Fluss und von dort drückt das Wasser hier hoch. Im Moment ist es sicher, hier zu stehen, das habe ich extra gefragt. Aber in wenigen Stunden könnte das Wasser so hoch stehen, dass es mir bis zur Brust stehen würde. Und deshalb ist die Polizei hier vorsichtig und hat die Straße abgesperrt. Hier kommen immer mal wieder Anwohner oder Menschen, die in diese Straße reinfahren wollen. Und da sagt die Polizei, ja, sie können fahren, sollen aber langsam fahren. Eben habe ich Leute beobachtet, die hier Fotos machen. Also es ist ein bisschen eine Lage zwischen Neugier, aber eben immer noch angespannt, weil die Gefahr noch nicht gebannt ist. Lässt sich das Ausmaß der Schäden denn schon absehen? Nein, noch nicht so richtig. Gerade eben vor wenigen Minuten kam jetzt eine offizielle Bestätigung, dass es mittlerweile 10 Tote geben soll, so von offizieller Seite. Das Problem ist, dass ja viel Infrastruktur zerstört worden ist durch diesen Sturm und dass deshalb noch gar nicht so richtig abzuschätzen ist, wie viele Häuser zerstört worden sind. Das wird sich erst in den nächsten Tagen oder vielleicht auch Wochen zeigen. Vielen Dank, Sarah Schmidt in St. Augustine. Ampelkoalition und Union wollen das Bundesverfassungsgericht besser vor möglicher Einflussnahme durch extremistische Parteien schützen. Dazu haben sie einen gemeinsamen Vorschlag erarbeitet, der heute erstmals im Bundestag beraten wurde. Geplant ist, bestimmte Strukturen des Gerichts im Grundgesetz zu verankern. Eine Änderung wäre dann nur noch mit 2/3 Mehrheit möglich. Die AfD kritisierte das Vorhaben als unnötig.
Eher eine Seltenheit. Parteiübergreifend wollen sie gemeinsam das Bundesverfassungsgericht stärken. Dafür haben sich SPD, Bündnis 90 Die Grünen, FDP, CDU und CSU zusammengerauft. Hier hat man einander zugehört. Man hat sich nicht in die Rolle des politischen Gladiators geflüchtet, der die anderen niederringen will, sondern man hat sich die Chance gegeben, sich gegenseitig mit Argumenten zu überzeugen. Wir beenden damit aber auch eine Diskussion, die schon lange währt. Und ich glaube, das ist gut so, dass wir unser Bundesverfassungsgericht in Teilen in der Verfassung verankern. Grund für die Regelungen seien Negativbeispiele aus dem Ausland. Denn in Osteuropa, da haben wir gesehen, wie schnell es gehen kann, dass der Rechtsstaat abgebaut werden kann. Und der erste Schritt dort für die autoritären Machthaber war etwa in Polen und auch in Ungarn, das Verfassungsgericht lahmzulegen, damit bestimmte Gesetze nicht mehr gekippt werden können. Regelungen, die aktuell noch in einem einfachen Gesetz leicht zu ändern sind, sollen im Grundgesetz festgeschrieben werden. So etwa, dass die Entscheidungen des Gerichts bindend sind. Die Zahl der Richter, deren Amtszeit und eine Altersobergrenze. Keine Wiederwahl soll möglich sein. Diese Punkte könnten so nur noch mit einer Zweidrittelmehrheit im Parlament geändert werden. Auch wenn sie nicht ausdrücklich genannt wird, vor allem in einer starken AfD, sehen die Parteien eine Gefahr für die Unabhängigkeit des Gerichts. Wir haben es auch hier im Parlament mit politischen Kräften zu tun, die die freiheitlich-demokratische Grundordnung gezielt zerstören wollen. Ein Gespenst geht in Deutschland, das Gespenst einer AfD, die vielleicht bald auf all ihrer Stühle sitzt, die sie sich bisher so gern unter sich selber aufgeteilt haben. Und davor haben sie Bammel, ganz banal, und das ist ein purer Ellenbogenreflex. Die Entwürfe werden nun weiter beraten und müssen noch durch den Bundesrat. Im Bundestag gab es heute außerdem eine Premiere. Die bayerische SPD-Abgeordnete Heubach hat erstmals eine Rede in Gebärdensprache gehalten. Heubach ist die erste gehörlose Abgeordnete im Parlament und seit März Mitglied im Bundestag. In ihrer Rede ging es um das neue Baugesetzbuch und Stadtentwicklung. Jetzt ist sie endlich dran. Heike Heubach, die erste gehörlose Abgeordnete im Bundestag, wird zu ihrer ersten Rede begrüßt. An dieser Stelle zeigen wir, dass wir unsere Gesellschaft noch ein Stück besser repräsentieren können im Deutschen Bundestag. Ein Schluck Wasser gegen die Nervosität, dann startet Heubach. Vielen Dank für die freundlichen Worte zu meiner ersten Rede hier im Deutschen Bundestag und vielen Dank für Ihren Applaus. Übersetzt wird sie von Gebärdensprachdolmetscherin für alle Parlamentarier. Das Thema, das neue Baugesetzbuch. Es stärkt die Stadtentwicklung gegen die Folgen des Klimawandels, wie die zunehmende Hitzebelastung, Hochwasser und Starkregenereignisse. Die Debatte für Heubach übersetzten wiederum zwei weitere Gebärdensprachdolmetscherinnen die ganze Zeit. Im März ist Heubach für die SPD in den Bundestag nachgerückt. Schon damals übte so mancher die Gebärdensprache. Ich bin der Bundesarbeitsminister. Ich kann nur eine einzige Gebärde, das ist diese hier. Ja, super. Für Heike Heubach war das heute ein besonderer Tag. Also die Botschaft ist natürlich klar. Jeder Mensch, der was erreichen will, der kann das auch erreichen. Und ich glaube, das zeige ich damit. Sie hat heute erreicht, dass Gehörlose sichtbarer werden. Im Libanon haben israelische Truppen nach Darstellung der Vereinten Nationen das Hauptquartier der UN-Mission UNIFIL beschossen. Dabei sollen mindestens 2 UN-Soldaten verletzt worden sein. Die UN-Mission überwacht das Grenzgebiet seit Jahrzehnten. Daran sind mehr als 10.000 Blauhelme beteiligt, unter ihnen auch Deutsche. Nach aktuellen Erkenntnissen der Bundeswehr sind aber keine deutschen UN-Soldaten verletzt worden. Im Gazastreifen sind bei einem israelischen Luftangriff mindestens 28 Menschen getötet worden. Sie befanden sich in einem ehemaligen Schulgebäude, das als Flüchtlingsunterkunft dient. Das israelische Militär teilte mit, dort habe sich eine Kommandozentrale der Terrororganisation Hamas befunden. Vor dem Angriff seien Schritte unternommen worden, um das Risiko für die Zivilbevölkerung zu minimieren. Die Angaben ließen sich nicht unabhängig überprüfen.
Mit dieser Medaille wird die wohl wichtigste Auszeichnung in der literarischen Welt vergeben, der Literaturnobelpreis. In diesem Jahr bekommt ihn die südkoreanische Schriftstellerin Han Kang. Mit ihrem 2007 veröffentlichten Roman Die Vegetarierin wurde sie auch international bekannt. Darin geht es um eine Frau, die beschließt, sich fleischlos zu ernähren und dadurch Ausgrenzung und Gewalt in ihrem Umfeld erleiden muss. Ihre Sprache fein und facettenreich, die Themen oft düster. Die Südkoreanerin Han Kang schreibt über die Zerbrechlichkeit des Lebens, über Gewalt und Leid. Die Wahl der 53-Jährigen für viele Experten eine Überraschung. Zum ersten Mal überhaupt vergibt das Nobelkomitee den Literaturnobelpreis nach Südkorea. Sie schreibt oft über das Überleben, über persönliche Schicksalsschläge, über Trauer. Daneben geht es auch um große gesellschaftliche Ereignisse, die ganze Generationen traumatisieren können. Mit Die Vegetarierin gelingt ihr der internationale Durchbruch. In dem Buch, das auch auf die Bühne gebracht wurde, geht es um eine Frau, die sich weigert, Fleisch zu essen und dafür sexualisierte Gewalt und Unterdrückung in ihrer Familie erleiden muss. Khan findet poetische Schönheit, selbst im Moment des Schmerzes. Selbst wenn ich Fiktion schreibe, fallen Gedichte in meine Texte. Ich kann gar nichts dagegen tun. Es ist wie eine Invasion. Die Nachricht aus Stockholm erreicht Han Kang beim Abendessen mit ihrem Sohn. Sie sei überrascht über den Literaturnobelpreis, sagt sie in einem kurzen Telefonat, und fühle sich sehr geehrt. Trotz Dauerkontakt über Social Media. Viele Jugendliche fühlen sich nach Angaben der Krankenkasse DAK zeitweise einsam. Dazu kommt der Druck, immer online sein zu müssen und die Sorge, im Netz etwas zu verpassen. Das kann krank machen, wie dieses Beispiel aus Stuttgart zum heutigen Welttag der seelischen Gesundheit zeigt. Antonio Leo war lange nicht in der Lage, seinen Tag zu strukturieren. Der 18-Jährige hat Depressionen. Statt morgens aufzustehen, blieb er im Bett, hing oft den ganzen Tag am Handy. Videos auf sozialen Medien wie TikTok haben seine depressive Stimmung verstärkt. Dann bin ich auf TikTok gegangen und habe eher so die traurigen Videos geliked, weil man bekommt ja von allem irgendwas. Und dann kam immer mehr und mehr und mehr und mehr und mehr und das hat es halt dadurch verstärkt. Weil ich habe nichts Fröhliches gesehen, es ging nur dieses Abwärts. Im Klinikum Stuttgart war Antonio 8 Wochen stationär in Behandlung. Hier hat er wieder gelernt, dass Kontakte im realen Leben wichtiger sind als in der virtuellen Welt. Wissenschaftliche Daten bestätigen, dass es einen Zusammenhang zwischen sozialen Medien und depressiven Störungen gibt, sagt der ärztliche Direktor Oliver Fricke. Sie zeigten vielfach, dass man am Anfang Social Media deswegen nutzt, um sozialen Kontakt aufrechterhalten zu können und auch Verstärker damit zu erfahren. Und im Weiteren dann aber in einen Teufelskreis hineingerät, wo es dann eher eine krankheitsfördernde Wirkung hat. Antonio Leo haben Therapien geholfen, wie man aus dem Teufelskreis herausfinden kann. Jetzt verlässt er die Station und will seine depressiven Phasen künftig allein meistern. Personell geschwächt geht die deutsche Fußballnationalmannschaft morgen in das Nations League-Spiel gegen Bosnien-Herzegowina. Trainer Nagelsmann muss auf Stammkräfte wie Torhüter Ter Stegen, Jamal Musiala und Kai Havertz verzichten. Ziel ist es dennoch, die Tabellenführung zu behaupten. Nach 2,5 Tagen Trainingslager in Herzogenaurach geht es am Vormittag für die DFB-Auswahl Richtung Senica. Bundestrainer Julian Nagelsmann hat sich auf Alexander Nübel als Torhüter bereits festgelegt, der sein Länderspieldebüt geben wird. Nach dem regnerischen Franken erwarten Kapitän Joshua Kimmich und Co. später angenehme, fast sommerliche Temperaturen. Wir wurden sehr gastfreundlich aufgenommen, das ist immer das Wichtigste. Ich glaube, Bosnien hat jetzt keine ganz leichte Woche hinter sich mit schweren Überschwemmungen, auch einigen Toten. Von dem ist es nicht selbstverständlich, dass dann bei den Protagonisten hier trotzdem der Kopf beim Fußball ist. Und wir freuen uns darauf, dass wir morgen hoffentlich auch den Menschen im Land ein bisschen Ablenkung geben können mit einem guten Fußballspiel. Das Stadion der 115.000 Einwohnerstadt Senica hat seine besten Zeiten bereits hinter sich. 13.500 Zuschauer haben hier Platz. Es wird eine hitzige Atmosphäre erwartet bei der Pflichtspielpremiere zwischen Bosnien-Herzegowina und Deutschland. Nach 7 Absagen im DFB-Kader muss das Trainerteam personell umplanen. So sind neben Alexander Nübel noch weitere Debüts möglich. Im Sturm wird Tim Kleindienst seine Chance bekommen, und zwar von Anfang an. Gewinnt das Team morgen und am Montag gegen die Niederlande, dann wäre bereits das Nations League-Viertelfinale erreicht.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Freitag, den 11. Oktober. Unter Hochdruckeinfluss beruhigt sich das Wetter. In der kälteren Luft, die uns erreicht, muss nachts aber regional mit Bodenfrost gerechnet werden. Heute Nacht klart es im Norden und Osten vielerorts auf, während über die Mitte und den Süden zum Teil kräftige Schauer und einzelne Gewitter ziehen. Morgen gibt's vor allem in Küstennähe und im Süden gebietsweise Schauer, sonst erwartet uns eine meist trockene Mischung aus Sonne und einigen Wolken. An der Nordsee sowie an Inn und Oberrhein heute Nacht um 10, in der Eifel nahe 0 Grad. Im Süden morgen oft um 15, im östlichen Bergland mancherorts unter 10 Grad. Samstag nach Nebelauflösung viel Sonnenschein, vom Südwesten bis in die Mitte später wolkiger und stellenweise nass. Sonntag im Norden und Osten windig und wechselhaft, sonst recht freundlich. In der neuen Woche gibt's dann erstmal ruhiges und sehr mildes Herbstwetter. In den Tagesthemen um 22.15 Uhr mit Ingo Zamperoni fragen wir im ARD-Deutschland-Trend unter anderem, wie die Menschen auf die Stationierung von Mittelstreckenraketen blicken und simsalabim, mittendrin bei den deutschen Meisterschaften der Zauberkunst. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend.